Hallo, willkommen zu den Dicenauts. Vor einiger Zeit haben die Kollegen von Dice eine Dreier-Serie gestartet zur Warhammer Fantasy Battle Lore. Und da kam insbesondere die Frage auf, war die Warhammer Fantasy Lore in der Sackgasse? Dem wollen wir heute nachgehen. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dicenauts. Mein Name ist Hauke. Ich bin heute ins kalte Wasser geworfen worden. König Peavy hat gesagt, er geht in die Jeffreys-Röhre. Und so, dass ich heute hier mit der Moderation sitze, was aber gar nicht schlimm ist, denn wir haben heute wirklich das Urgestein, die hochrangigen Kandidaten der Medienwelt des Tabletops, die Könige der schwarzen Basis und überhaupt die besten Menschen der Welt haben wir heute zu Gast hier. Ich begrüße die Kollegen von Deist, zum einen Dennis. Hallo Dennis. Moin. Und natürlich sein, wie heißt das, Faktotum, glaube ich, Gregor. Faktotum kommt hin. Ich bin der Igor für vom Kanal. Mit dem ziemlich losen Mundwerk. Ja, Meister. Ich sagte es eben auch schon im Vorgespräch. Ich kann das gar nicht glauben, dass ich mit euch heute jetzt tatsächlich heute Abend spreche, weil das irgendwie völlig absurd ist, ne? Also man kennt die Stimme halt nur in Anführungsstrichen aus dem Fernseher halt, ne? Aber es ist halt das wirklich Coole an der kleinen Welt. Jungs, Gregor, du hast bei Dice einen Dreiteiler geschaltet. Da hatte ich den ersten Teil gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es der erste war, aber es war der erste Teil, den ich Der erste gesehen war der mit hatte. dem größten Gemecker. Ja. Ja. Hast du Prügel bezogen? Wenig. Also ich hatte tatsächlich mit mehr Feuer gerechnet, auch weil meine Meinung also über einen Teil der Warhammer Fantasy Community nicht unbedingt die beste ist, wie ich zugeben muss. Insofern habe ich mit deutlich mehr Flak gerechnet. Aber die meisten Leute haben halt gesagt, gut, sie können den Gedankengang nachvollziehen, sie stimmen ihm nicht zwingend zu. Und einige haben gesagt, so ja, irgendwie hat sich halt da erzählerisch wirklich lange nicht relevant was getan. Die Geschichte hat sich für viele Leute offenbar wirklich nicht weiterentwickelt. Es hat nur die meisten deutlich weniger gestört als mich. Also eigentlich hast du fast nur Gegenwind bekommen wegen der Aussage mit dem Breton und der Technik, ne? Stimmt, da war ja, das Ich war glaube, das war Sachkritik, das. aber die war okay. Ja, aber ich glaube, das war so das Einzige, wo ich gelesen habe, dass da vielleicht jemand irgendwie nicht deiner Meinung war oder wo Genau. es in Anführungszeichen Feuer gegeben hat. Richtig. Ja. Für diejenigen, die das vielleicht bei YouTube nicht verfolgt haben, das war eine Folge von Dice, Warhammer Lore in der Sackgasse. Und es war, glaube ich, noch provokant, dann noch ein Fragezeichen dahinter gestellt, wobei du es ja gar nicht als Frage letztendlich dann irgendwie formuliert hattest, Gregor, ne? So, Das ist richtig. Ich kann zum Glück auch behaupten, an den Thumbnails und den eigentlichen Videotiteln bin überhaupt nicht ich schuld, weil Dennis kriegt von mir rein das Video, wie er es am Ende benennt und was für ein Thumbnail draufkommt, ist komplett seine Schuld. Okay. Ich hatte mich schon gewundert. Also ich erinnere eine Gedankengrütze von Dennis aus dem Jahre 2015, glaube ich, die ich mir also mindestens einmal pro Woche angucke, wenn ich wieder gute Laune bekommen möchte halt. Nämlich, was habt ihr mit Warhammer Fantasy Battle gemacht? Da hatte ich mich schon gewundert, dass Dennis als Erziehungsbeauftragter sozusagen das zugelassen hat. Aber ganz kurz, davon einmal weg, um das mal in geordnete Bahn zu bringen. Dennis, ich fange mal mit dir an. Wie bist du zu Warhammer Fantasy Battle damals gekommen? Ich glaube, wie viele andere auch, fing es bei mir mit HeroQuest an. Tatsächlich. Und zwar haben die Eltern von unseren Nachbarn irgendwie HeroQuest gespielt. Mit unseren Eltern zusammen. Meine Eltern waren überhaupt keine Spieler. Das war das Lustige. Und im Endeffekt haben die dann daneben angespielt und wir haben die ganze Zeit immer heimlich durch die Tür geschaut und geguckt, oh, was machen die da? Dann haben wir uns das irgendwann geschnappt und haben HeroQuest gezockt. Und das fanden wir immer total cool. Und dann, ich glaube, da war ich 14 oder so,
haben wir von unserer D&D-Runde haben wir uns gedacht, komm, wir schnappen uns mal eine Kamera, leihen uns irgendwie ein paar Kostüme und Gummischwerter aus und gehen in den Wald und filmen unsere D&D-Abenteuer, machen einen kleinen Film draus. Und dann war ich damit damals beauftragt, in den örtlichen Fantasy-Store zu gehen. Das war damals das Haus der Fantasie in Hamburg. Da konnte ich dann, oder konnten wir dann die ganzen Waffen ausleihen, diese Lab-Waffen. Und dann, nachdem wir gedreht haben, ich glaube, das Material existiert zum Glück auch nicht, nicht mehr, habe ich die Sachen alle wieder zurückgebracht. Das war dann auch meine Aufgabe. Und ich weiß noch, dass ich am Vorabend mit meinen Eltern Braveheart geguckt habe. Und da war ich total beeindruckt von den ganzen Schlachten und so weiter. Und dann komme ich da halt an, bringe sie die ganzen Schwerter weg und so weiter. Und dieser Fantasy-Laden war halt damals immer noch so ein, oh, was für ein geiler Laden. Da ist so ein Raum nur mit Kostümen, Rüstung und Labwaffen. Und da ist so ein anderer Raum, wo irgendwie Figuren sind und ganz viel Rollenspielkram. Also das war für mich so ein bisschen das Schlaraffenland da. Und dementsprechend habe ich mich dann noch eine Stunde aufgehalten und rumgeschaut. Und da hatte er auch zufällig Geld irgendwie dabei. Lange zurechtgespartes Geld. Ich glaube, ich wollte mir eigentlich so eine Labwaffe kaufen. Und dann sehe ich da plötzlich die Grundregelbox von Warhammer Fantasy der 4. Edition, das Starterpack. Und noch voll irgendwie im Hype von Braveheart mit Schlachten und so weiter. Und natürlich sowieso im Fantasy-Delirium von D&D habe ich die Box gesehen und gedacht, geil, riesige Armeen, tolle Figuren wie bei HeroQuest. Große Schlachten, ja, hier nimm mit. Ja, und so habe ich damals die Grundbox mir geholt, habe das mit meinen Freunden gespielt, die fanden das alle total doof. Also habe ich das dann mit mir selber gespielt und dann irgendwann beiseite gelegt. Und ungefähr ein Jahr später oder anderthalb Jahre später kam ein Kumpel von mir an und meinte, du, pass auf, ich habe ein voll geiles Spiel entdeckt, das heißt Warhammer. Und ich glaube, ich habe ihn beleidigt mit sowas wie du Penner oder so. Und meinte, du, das ist das, was wir vor einem Jahr gespielt haben, was ja alle doof fand. Ja, ja, aber jetzt gibt's hier so ein Games Workshop. Da kann man dann irgendwie, da gibt's die Sachen und da kann man auch spielen und hast du nicht gesehen. Und da ist dann, glaube ich, auch gerade die 5. Edition rausgekommen. Und das war dann so eigentlich der richtige Startschuss für mich. Okay, ich muss mal ganz kurz nachhaken. Haus der Fantasie, ich habe das, ich werde dir nicht müde, das zu betonen, dass ich auch eigentlich aus Hamburg komme. Halt. Habe ich schon mitbekommen. Ich habe sie mir genau vor den Augen, wo das ist. War das der Laden in Eimsbüttel? Der war am Borgweg, Stadtpark, Borgweg. Ah, ich erinnere mich, genau, so relativ kleine Bude eigentlich, ne? Total, das also wirkt wie so ein bisschen wie so ein Wohnraum irgendwie im Erdgeschoss, wo du reinkommst, dann geht so eine kleine Treppe nach oben, dann geht's nach rechts und nach links und du hast den Laden von außen relativ schlecht gesehen, das war wirklich auch so ein dunkles, typisches, dunkles Fantasy-Keller-Ding, wie es halt in den Ende der 90er, Anfang 2000 halt noch so war. Und du hast dann eigentlich nur erkannt daraus, dass auf dem Balkon ein Pappständer von Picard stand. Ja, das war cool. Ich erinnere mich noch, da waren auch noch so Glaswände und dahinter hingen dann die Blister an den Packs halt und so. Man kam eigentlich gar nicht so richtig ran. Das war total irre. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch ewig her. Lass es 25 ja. Jahre her sein, bestimmt. Ja, den Laden gibt es ja auch bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr. Ja, okay. Gregor, wie war es bei dir? Wie bist du zu Warhammer Fantasy Battle gekommen? Mehr oder weniger aus Langeweile, muss man so nüchtern formulieren. Wir sind irgendwann in Anfang der 90er, ich glaube 93, sind wir umgezogen innerhalb von Berlin und mitten im Schuljahr, Schule wechseln, mitten im Schuljahr war natürlich nicht. Also musste ich irgendwie 4 Monate lang eine Stunde in die Stadt reinpendeln, um zur Schule zu kommen. War immer so ein bisschen ätzend, stand so auf dem S-Bahnhof rum und der S-Bahnhof hatte so die klassischen Bahnhofsbuchladen, Zeitungsladen. Und in dem lag dann irgendwann mal so eine Zeitschrift rum und da war auf dem Cover, waren da irgendwie so Zwerge zu sehen und irgendwie ein Zwergenkönig, der von anderen Zwergen irgendwie auf so einem Schild getragen wird. Ich so, okay, Fantasy ist ja sowieso schon cool, ich guck mir das mal an. Es war die erste White Dwarf-Ausgabe, über die ich gestolpert, also die erste deutsche, über die ich da gestolpert bin. Daraufhin dachte ich mir so, ich sollte mir heute eigentlich irgendwie was zum Mittagessen kaufen, aber ich habe jetzt das Geld in der Tasche und dieses Heft sieht cool aus. Ich kaufe mir jetzt das Heft und ist heute Mittag nix. Und hab mir dann dieses Heft angeschafft. Hab dann festgestellt, so, oh, das ist auch so mit Miniaturen, so wie bei Claymore Saga, weil Claymore Saga hatte ich als Spiel zu Hause stehen, HeroQuest hatte ich selbst gar nicht. Und dachte mir so, okay, die Miniaturen sind irgendwie ein bisschen cooler als die von Claymore Saga und man kann die sogar selber bemalen. Und man kann irgendwie mit Leuten spielen. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Hat da natürlich nicht im Ansatz die Kohle, um mir tatsächlich irgendwie zu dem Zeitpunkt eine Armee zu leisten.
dann sehr, sehr niederschwellig irgendwie mit ein oder zwei Zwergenblistern angefangen und habe in Warhammer Fantasy die Zeit, über die ich es aktiv gespielt habe, eine Zwergenarmee gehabt. Hab Warhammer Fantasy aber als Spiel, selbst als ich es nicht mehr aktiv selber gespielt habe, immer noch verfolgt, hab mir irgendwie Armeebücher gekauft zum drin schmökern, hab mir so Kampagnensachen zugelegt, hab mir auch den White Dwarf zugelegt, um da drin zu lesen, ohne dass ich regelmäßig gespielt hätte. Und Ende der 90er bin ich dann aus dem Tabletop-Hobby, ja, faktisch ausgestiegen. Ich habe irgendwie festgestellt, es gibt sowas wie Live-Rollenspiel. Man schiebt nicht nur Püppis über den Tisch, sondern man kann sich irgendwie selber eine Rüstung anziehen und mit einem Gummischwert Leute verhauen. Das ist offenbar viel, viel cooler. Und habe meinen ganzen Tabletop-Kram verkauft. Und dann war, ich glaube, bis 2013, 2014 war tatsächlich bei mir so ein bisschen Ruhe im Karton, was Tabletop angeht. Also ich habe das aus der Ferne immer noch ein bisschen verfolgt, aber mir nichts mehr gekauft. Und irgendwie, wenn du im Netz in den entsprechenden Foren unterwegs warst, hast du trotzdem genug mitgekriegt, was irgendwie lief. Und 2013 bin ich dann ins Tabletop wieder eingestiegen, aber gar nicht in Games Workshop Systeme, auch wenn ich das irgendwie noch wieder aktiver verfolgt habe, sondern ich bin damals mit Infinity eingestiegen und habe mir irgendwie GW damals eher so aus der Ferne angeguckt. Willst du wieder so viel Geld in Plastik investieren? Und gefühlt sind die Zinnfiguren von früher und jetzt die Infinity-Figuren aus Zinn doch viel, viel wertiger. Ist natürlich Blödsinn, ist halt so ein subjektives Gefühl, aber damit habe ich den Kram irgendwie wieder im Auge behalten, habe irgendwann angefangen, 40K-Minis, also zwei 40K-Armeen aufzubauen. Warhammer Fantasy habe ich nicht wieder angefangen und dann war ja irgendwann auch Ende Gelände. Dann haben sie mich mit der zweiten Edition Age of Sigmar, haben sie mich dann tatsächlich zu GW wieder aktiv gekriegt. Immerhin. Gregor, ich muss noch einmal nachhaken. War das der erste deutsche White Dwarf, über den du gestolpert bist? Oder sprechen wir wirklich über die Ausgabe Nummer 1? Nein, der erste deutsche. Also den ersten englischen hatten sie nicht in der Bahnhofsbuchhandlung am Arsch von nirgendwo in Berlin. Das ist die deutsche Erstausgabe, nicht das erste englische Heft. Aber schon die deutsche Nummer 1, ne? Ja, die deutsche Nummer 1. Weil wenn ich das jetzt so zusammenfrickel, dann sind ja Dennis, du und ich irgendwo alle so zur gleichen Zeit, also jetzt nicht aufs Jahr genau, aber Pi mal Daumen, zur gleichen Zeit Anfang der Mitte der 90er sozusagen. Ja, so grob, so innerhalb wahrscheinlich so von 3-4 Jahren könnte hinkommen. Ja. Ja, bei mir war es eher Ende. Also ich kann es nicht genau sagen, aber ich tippe tatsächlich, dass bei mir das Ding 97 war. Also aber, der Zeitpunkt, wo ich gerade schon wieder aufhörte. Aber Dennis, du hattest die Grundbox, die du gekauft hattest. Welche war das? Das war die 4. Edition, die Hochelfen gegen die Goblins. Ja, also meine Güte, ich glaube, die 6. ist 96 rausgekommen. Die 5. Das heißt, das muss 95 ja spätestens gewesen sein. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Kann ich nicht mehr sagen. Irgendwie im Kopf habe ich immer abgespeichert 97, aber vielleicht habe ich da auch immer was falsch abgespeichert. Okay, also irgendwann in den 90er. Wir sind halt alles Helden der 90er. Kurze Frage in die Jeffreys-Röhre. Pibi, ich sag dir ja, du kommst mir so nicht weg, ne? Wie war das bei dir und Warhammer Fantasy Battle? Also erstmal auch ein herzliches Willkommen an Dennis und Gregor hier bei uns. Ich luge jetzt einfach mit meinem Köpfchen aus meiner Jeffreys-Röhre. Ja, ich bin eigentlich heute nur hier, um die Technik zu machen. Hauke, wie lief das bei mir damals? Ich bin angefixt worden durch einen Kumpel von mir und der hat im GW gearbeitet. Und so naiv wie ich war, habe ich gesagt, von wegen, das sieht geil aus, das wird gekauft. Das ist so noch so ein Problem, was ich heute noch habe. Und ich glaube, ich habe mehr Warhammer-Kram gekauft, als ich gespielt habe. Und ich habe angefangen mit der Angriff auf den Schädelpass. Okay. Schlacht um den Schädelpass. Genau. Da sind wir aber fast 10 Jahre später, ne? Also, das ist 2006. Ja, ich war da vorher noch bei 40.000. Okay. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut und nachgerechnet. Ich glaube, das war doch bei mir 97 und offensichtlich hatte der Laden noch die alte Box. Glückskind. Habe ich die alte Box da gekauft. Also ich habe wirklich mit 14 damals angefangen und es würde mich wundern, wenn es früher gewesen wäre. Ja. Wir haben das eben gerade schon bei Gregor so ein bisschen rausgehört. Gregor, du sagtest, du hast eine Zwergenarmee gehabt, oder? Genau. Noch irgendwas anderes, eine 2-, 3-, 4- oder 5-Armee?
Für Warhammer Fantasy tatsächlich nicht. Ich hatte ein paar Mordheim-Banden, die ich mir irgendwann zugelegt habe, weil ich irgendwie Mordheim als Skirmisher in dem Setting total gut fand. Ich glaube, ich hatte irgendwie auch mal irgendwie einen Trupp weiße Löwen für die Hochelfen, weil ich die Minis gut fand, aber ich habe die nie als Armee angefangen oder aufgebaut. Es waren eher so, ich finde die Modelle cool und deswegen kaufe ich sie mir jetzt. Das war so die Motivation für alles jenseits der Zwergentruppen. Mehr ist da in der Richtung bei mir tatsächlich nicht passiert. Hast du mal Warhammer Quest gespielt? Die alten Warhammer Quest-Sachen nicht, nee. Okay, weil er hätte sich ja angeboten, ne? Gerade weil ja, viele Figuren mag sozusagen da. Dennis, welche Armeen hattest du? Also meine Haus- und Hofarmee war damals, da waren eigentlich immer Chaoskrieger, also hauptsächlich tatsächlich die Sterblichen. Daraus haben sich dank der 6. Edition dann nochmal Tiermenschen entwickelt und Dämonen habe ich nie so ganz als Armee, aber ich könnte tatsächlich eine kleine Armee davon aufstellen. Dann gab es zur 7. Edition eine Phase, wo ich dann die Waldelfen gespielt habe. Und 7. Edition, Mitte Ende 7. Edition wurden mir die Waldelfen zu langweilig, weil mir die zu stark waren. Und die Chaoskrieger wurden mir auch zu langweilig, weil das Armeebuch, das in der 7. Edition irgendwann kam, wurden die echt mega lame, weil die ganze Flexibilität, die man in der 6. Edition hatte, haben sie rausgenommen. Also man konnte die dann nicht mehr mit den Tiermenschen verbünden und konnte dann irgendwie keine Skirmisher-Einheiten mehr reinnehmen, sondern hatte wirklich nur noch die Blöcke, die man nach vorne geschoben hat. Und daher bin ich zur Khemri gegangen. Also nicht, ich habe die nicht verkauft, sondern habe Khemri als Dritt- oder Viertarmee dann aufgebaut. Und das ist tatsächlich neben den Chaoskriegern bis heute noch meine liebste Fraktion. Ich hätte also die Gruftkönige, sie wurden nachher komplett umgenannt in Gruftkönige. Ich dachte, die Gruftkönige wären deine Primärarmee gewesen. Hätte ich jetzt aus deinen Erzählungen immer so rausgelesen. Nee, das waren die ich tatsächlich nachher am meisten gespielt habe. Also bei die Chaoskrieger habe ich tatsächlich waren meine Primärarmee, da habe ich auch am meisten von. Und da sammle ich heute auch immer noch Sachen von tatsächlich, weil ich einfach die Idee von den Typen, zumindest so wie sie damals beschrieben wurden, extrem cool fand, die Miniaturen toll fand und auch eine ganze Menge Möglichkeit gibt, da irgendwie Geschichten zu erzählen. Die Geschichten bei Khemri, finde ich, sind ein bisschen reduzierter, die Möglichkeiten. Hm. Aber die wurden später zur der Fraktion, die ich am meisten gespielt habe, weil ich sie am herausforderndsten und am spannendsten fand. Aber ich würde eher sagen, dass sie immer noch meine zweite Armee waren. Okay, spannend. Bei mir war das im Prinzip eine ähnliche Geschichte wie bei euch. Ich habe mit 40k angefangen, tatsächlich noch zur ersten Edition, dann mit der zweiten, also Abi habe ich 93. Erste Edition im Sinne von Rogue Trader oder erste genau. Offizielle? Nee, also wirklich Rogue Trader noch gespielt. Mhm. Das war Abi-Zeit, also wie das halt so ist. 1992 sind wir alle mit der Klasse, mit der Tutgruppe halt in die Toskana gefahren, haben alles Mögliche an 5-Liter-Kanistern von Weißwein gekauft und ausgetrunken. Und da hat man natürlich sofort den Typen kennengelernt, der backen geblieben ist. Und das war derjenige, der halt dann auch Rogue Trader gespielt hat. Und der hat mich dann halt angeführt und meinte, nö, hast du nicht mal Bock mit Space Marine zu spielen? Ich dachte, Marines, Space, das ist gut. Und dann haben wir das angefangen zu spielen, war cool. Dann sind wir in die zweite übergegangen. Und er hatte im Prinzip gefühlt alle englischen White Dwarfs. Und wenn man die dann so durchgelesen hat, bist du logischerweise auch mit Warhammer Fantasy Battle in Berührung gekommen. Und dann war er mal zur Interrail in Großbritannien. Und dann hat er mir im Rucksack aus Folkestone die Grundbox Chaos, 4. Edition mitgebracht, im Rucksack gemerkt. Das war auch völlig irre. Und dann logischerweise habe ich da nicht Chaos gespielt, sondern wir hatten das Zeug und dann war gerade der Editionswechsel zu der 5. mit den Bretonen und den Ex-Menschen, so als wir uns die Grundbox gekauft haben und ich habe dann mit den Bretonen angefangen. Bin dann aber in der Tat später dann zur 6. zum Chaos übergetreten und war auch total geflasht von der Vielseitigkeit des damaligen Armeebuchs. Und da geht's mir genauso wie Dennis. In der 7. habe ich das Buch nur noch zugeschlagen und gesagt, komm, hier macht euren Scheiß allein. Dieser ganze Gag dabei war irgendwie weg auf einmal. Und dann kam bei mir links auch das Hobby tief. Naja. Piwi, du hattest Zwerge? Ich hatte erst Zwerge und dann hatte ich mir irgendwann mal, hatte ich Bock auf Tiermenschen. Weil dieses Dunkle, das hat mich irgendwie dann fasziniert und ich hatte auch mal so eine kleine 500-Punkte-Geschichte Chaoskrieger.
Aber Zwerge waren immer so meine heimliche Leidenschaft. Und jetzt fand ich es witzig, wo Dennis vorhin an die Gruftkönige erwähnt hat und so weiter. Ich habe mir jetzt wirklich noch die letzten Armeebücher für die Gruftkönige geholt und habe mir jetzt gerade so ein paar Sachen für von den One-Page-Rules quasi ausgedruckt und wollte einfach so ein bisschen Hintergrund haben, so nach dem Motto. Deswegen, also das passte gerade so wie Arsch auf einmal. Muss ich gerade ein bisschen lächeln, als du das sagtest. Es gibt ja auch nur zwei AB-Bücher, ne? Also die kamen ja in der sechsten raus, die gab es ja vorher nicht als eigenständige Fraktion. Die wurden tatsächlich in der sechsten eingeführt, weil da die Untoten in Vampire und Gruftkönige unterteilt hatten. Und dann haben sie auch erst in der achten Edition 2011 ihre Neuauflage bekommen. Mhm. Also da gab es tatsächlich nur zwei. Ah, geil. Etwas später, ich glaube, ich war so ein verkappter Untote, musste ich mir dann irgendwo nochmal Untote kaufen. Das war auch zur Zeit, als Games Workshop diese Sinnlos-Bundles angeboten hat. Da gab es eine Box, ich glaube, die hießen die wandelnden Toten. Ich meine, was sollten die Untoten sonst auch machen? Aber das war eine Box für 95 Euro und da waren 20 Skelette, 10 Gruftwachen und 5 dieser neuen Reiter drin. Mhm. Und der Leash King. Und die habe ich mir gekauft, also vor 10 Jahren. Und die lag jetzt 10 Jahre lang hier im Pile of Shame rum oder im Schrank of Shame. Und in Vorbereitung zur heutigen Aufnahme habe ich angefangen, die rauszuholen und zusammenzubauen. Ich hatte auch keinen Bock auf Malen, aber ich musste irgendwas Warhammer Fantasy Battle-mäßiges machen halt. Um dich einzugrooven quasi. Ja, genau, um hier den richtig in den Flow zu kommen. So. Wir haben das zwar schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich würde gerne nochmal nachhaken, ganz impertinent. Gregor, wie war das genau bei dir, dass du ausgestiegen bist? Lag das am System oder lag das am Lebensabschnitt, in dem du dich befunden hast? Es war tatsächlich für mich beides, weil einerseits so, es kamen neue Hobbys, neue Interessen dazu. Das bedeutet, die Priorität für Tabletop ist einfach nach unten gerutscht. Und ich hatte halt einfach das Gefühl, also klingt jetzt sehr salopp formuliert, dass ich, um einmal zu spielen, viel zu viel Vorbereitungszeit aufwenden muss. Ich muss irgendwie viel zu viel irgendwie Kram vorher lesen. Ich muss sozusagen das Spiel studieren, als einfach losspielen, statt einfach losspielen zu können. Das hat, glaube ich, da mein Interesse dann nachher einfach gebremst. Und nachdem das Interesse in der Richtung halt dann zurückging und ich festgestellt habe, wenn ich den Kram jetzt verkaufe, kriege ich irgendwie Kohle, um in dieses andere Hobby einzusteigen, ist dann so der Wechsel weg vom Tabletop relativ leicht gefallen. Weil sozusagen ich nicht mehr dran gehangen habe. Weil ich dachte mir so, ja, die Inhalte kann ich ja immer noch konsumieren. Die Bücher sind eh out of date, die behalte ich. Und die Miniaturen kommen halt weg. Sprichst du gerade Romane habe ich halt irgendwie mir ab und zu dann weiterhin gekauft. Also die Spielwelt fand ich halt immer noch gut, aber das Spiel halt nicht mehr. Okay. Dennis, bei dir, wie kam es, dass du da irgendwie rausgewachsen bist, wenn du denn rausgewachsen bist? Bin ich gar nicht. Nee, kann ich gleich sagen, bin ich gar nicht. Der Standardweg ist ja von jedem Hobbyisten, dass er irgendwann mit 13, 14 reinkommt, viel Zeit und Geld investiert und dann denkt man sich so 2 Jahre später mit 16, ja, irgendwie, ich bin zu alt für den Scheiß. Und dann mit irgendwann 30 wieder in so einen Laden betritt und dann denkt sich, cool, das kenne ich ja irgendwie noch und dann irgendwie wieder einsteigt. Das ist von vielen, vielen Leuten tatsächlich meiner Erfahrung nach der Weg. Ich hatte diese Pause tatsächlich nie gehabt. Ich hab's witzigerweise immer weitergespielt, gerade in der Jugendzeit. Da hatte ich dann wirklich 2, 3 Freunde, mit denen wir das einigermaßen regelmäßig immer gespielt haben. Dann auch sind die Freunde auch während des Studiums geblieben und wir hatten damals eine richtig coole Gruppe, wo ich dann übrigens auch den Steffbert dann kennengelernt habe. Die waren irgendwie in einer anderen Stadt in Dorderstedt. Wer das nicht kennt, das ist als Hamburger sagt man, das ist ein Vorort von Hamburg. Die Norderstedter werden das wohl anders sehen. Und da war das wirklich so, dass wir, da haben zwei Brüder waren da, die haben das gespielt und die haben im Keller ihrer Eltern, haben sie den wirklich zum Hobbykeller ausbauen dürfen. Und da haben wir uns jeden Sonntag getroffen, Kumpel und ich sind jeden Sonntag hingefahren, wirklich über mehrere Jahre und haben jeden Sonntagabend oder jeden Sonntagnachmittag da Warhammer gespielt. Und das hat das tatsächlich relativ stark gefestigt. Dann gab es natürlich hier und da mal ein paar Jahre, wo es ein bisschen weniger wurde, aber tatsächlich war ich auch mal dabei. Ich war lustigerweise, ich weiß ja, dass ihr beide viel in Osnabrück unterwegs seid. Mhm. Ich habe ja eure Warhammer-Podcasts als Vorbereitung zum zweiten Mal nochmal gehört. Sehr gut. Und
Das war ganz lustig, weil ich war nämlich damals, meine damalige Freundin hat in Osnabrück gewohnt und ich hatte sie mit dem Spielen lustigerweise angefixt. Und dann waren wir beim Games Workshop, als er da dicht gemacht hat, bei der letzte Tag. Ach, echt? Wo sie dicht gemacht haben. Ja, das war dann 2007 oder so, ne? Dann gelaufen sein, das ist ja geil. Kann durchaus sein. Und ja, irgendwie ging's immer weiter. Also ich habe nie wirklich aufgehört. Wann hast du denn das letzte Spiel gespielt? das ist wieder lange her. Das war, glaube ich, das Teamturnier vor 4 Jahren oder so. Es liegt aber das nicht daran, dass ich in der Sendung, glaube ich, was du gemacht hattest. Genau, wo ich mit Dennis da war, wo wir beide gesagt haben, wir spielen eigentlich beide keine Turniere mehr, aber das Ding wurde von einem Freund von uns organisiert und das war als Team-Spaß-Turnier, also nicht kompetitiv gedacht. Und damit hat sich das letzte Mal gespielt. Und an sich habe ich auch Bock zu spielen, aber seit der 8. Edition, seitdem die 8. Edition rauskam, hat sich meine komplette Spielergruppe zerlegt, weil die 8. Edition so schlecht ankam, dass viele gesagt haben, nee, den Quatsch mache ich nicht mit. Und deswegen habe ich da schon sehr, sehr wenig gespielt. Und wie es so ist, wird ein Spiel eingestellt, auch wenn, das heißt, du kannst es ja noch weiterspielen, aber die Leute ziehen einfach weiter und bleiben nicht beim Spiel, das nicht mehr fortgeführt wird. Ist einfach so. Auch wenn ich in den Kommentaren über andere Dinge lese, aber der Lauf der Geschichte sagt dann, dass es wahrscheinlich nur noch, also dass es immer nur ein harter Kern von Fans irgendwie sind, aber der Großteil der Leute einfach aufhören. Und so war es tatsächlich auch bei mir. Also ich würde immer noch weiterspielen und ich sammle auch immer noch fleißig Figuren dazu. Eher alternativ Skypes. Gespielt dann wirklich gar nicht mehr, weil wirklich aus meinem kompletten Freundeskreis, ich weiß nicht, wir waren 8 bis 10 feste Leute und die haben alle, bei der 8. Edition sind 3/4 der Leute ausgestiegen und dann war es das auch irgendwann später. Das kann ich, deine Leidensgeschichte ist meine Leidensgeschichte. Von den 6 Mitspielern, die ich für Warhammer Fantasy Battle habe, bin ich original der Einzige, der das Spiel irgendwie noch überhaupt irgendwie als aktuell betrachtet. Ne? Und ich sage halt auch immer, ich brauche keine neue Edition. Alles gut, ne? Alles, was ich brauche, gibt es. Aber ich brauche Mitspieler. Ohne die geht's halt nicht. Ne? Und das ist echt ganz vertrackt. Aber das ist auch so eine kleine Hoffnung von mir, dass wir durch stetes Höhlen des Steines mit steten Tropfen vielleicht sich irgendwie deutschlandweit nochmal eine gewisse Spaß-Community herausschält, die Bock darauf hat. Und dann, wie du sagst, kein kompetitives Turnier zu spielen, sondern ein großes Happening, ne? Irgendeine Kampagne zusammenspielen am Wochenende oder so. Das wäre ganz großartig, hätte ich total Bock drauf. Piwi, wie bist du auf falsche Pfade gekommen, dass du sagtest, es ist nicht mehr tagesaktuell für mich, Warhammer Fantasy Battle? Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Vielleicht lag es daran, dass ich gar nicht so aktiv Warhammer Fantasy, glaube ich, gespielt habe, sondern einfach wirklich mehr angefixt war von den Figurendesigns her, dass mich das total angemacht hat. Und wenn ich dann die ganzen toll bemalten Armeen dann da im GW dann gesehen habe, wie die sich dann halt immer 6 Zoll nach vorne und 6 Zoll zur Seite und keine Ahnung, wo wir bewegt haben, das war für mich immer total der Overkill, sag ich jetzt mal. Ne? Man hat da also zwar seine 40.000 Püppis stehen oder so, aber wenn du mal so eine 2.000-Punkte-Armee da fertig bemalt und, Gregor, Achtung, fertig gebased siehst, dann macht das schon Eindruck. Und ich glaube, ich wollte diesem Gefühl auch irgendwie nahe kommen und habe dann einfach diese Sachen dann gekauft. Ne? Wie gesagt, großartig gespielt habe ich es dann gar nicht mehr. Das letzte Mal, dass ich dann wirklich Warhammer Fantasy mal gespielt habe, das war mit Kumpel Daniel. Da haben wir die 8. gespielt. Das war das letzte Mal. Ich könnte noch nicht mal mehr den Finger drauflegen, wann das war. Aber es war garantiert zur Zeit der 7. oder zur 7. oder zur 6. Edition. Also 15, 17 Jahre bestimmt her. Das ist irre, wenn man drüber nachdenkt. Bei Gregor klang das eben auch schon so ein bisschen an. Piwi, hast du denn auch den Fluff, das Lore verfolgt, indem du Romane und dergleichen gelesen hast? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich immer nur an die Hintergrundgeschichten so dran langgehangelt, was ich so quasi im Regelbuch dann gelesen habe oder wenn ich mir da mal ein neues Regelbuch geholt habe, respektive dann halt auch in den Armeebüchern, wo ich dann halt so natürlich den Fluff verschlungen habe, weil ich das einfach total toll fand, wie das geschrieben war und dass deine Einheit jetzt plötzlich das und das dann an Hintergrund hatte und eine besondere Einheit plötzlich, ich sag mal jetzt bei den Gruftkönigen, irgendwo vielleicht dann erschaffen wurde oder. Das fand ich immer geil, aber ich war nie der Typ, der dann plötzlich gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt irgendwie Grotek und Felix lesen oder irgendwie sowas. Überhaupt nicht.
Ja, wobei man da ja auch sagen muss, dass die, also gehen wir jetzt mal von dem Kernregelwerk und den Armeebüchern mal abgehen, ne, und sozusagen alles betrachten, was es so links und rechts in dem Universum halt als Sachen gab, insbesondere Bücher. Da war es ja so, dass sie ja wirklich mit einer überschaubaren Handvoll von Büchern angefangen haben. Ich meine, in der Tat mit der Saga um Gotrek und Felix, also sprich einem Trollslayer, der irgendwie draufgehen will, aber es irgendwie nicht schafft zu sterben und der dann von jemandem, ich glaube Felix ist sogar ein Sänger oder ein Dichter, der genau, ihn begleitet. Felix ist eigentlich ein Dichter. Ja, der seine Geschichte aufschreibt dann, ne? Genau, vom erfolglosesten Slayer aller Zeiten. Ja, irre. Und dann gab es dazu noch die Konrad-Trilogie und das war so zwei, drei Bücher mit Kurzgeschichten und dann noch die Saragos-Trilogie, glaube ich, hieß es. Ja, es gab so eine Reihe von Warhammer Fantasy-Romanen, die so relativ zeitgleich erschienen sind. Das war die Konrad-Trilogie, Drachenfels, Untote Genevieve und Saragos. Plus, ich glaube, noch eine Trilogie, wo es sich dann eher um das Chaos-Thema drehte. Ja, das Gelächter dunkler Götter, glaube ich. Genau, das war einer der Bände, ja. Ja, meiner Meinung nach auch das beste Buch zur Warhammer Fantasy Welt überhaupt, auch wenn es nicht mehr ganz so den Grimdark Flavor hat, den wir ihm heute noch zuschreiben würden, so ein bisschen anders war, aber meiner Meinung nach ganz großartig. Und dann wurde ja so einige Bücher rausgebracht, ich glaube ein Doppelband, The Ambassador, also der Botschafter, wo der Botschafter des Story-Dinger. Genau. Der Botschafter der Schlacht oder welcher? Also es gab ja diese Sturm des Chaos Bücherreihe vom Heine Verlag und ich wollte immer die ganze Reihe haben, aber ich habe nur den ersten bekommen und das war der Botschafter der Schlacht. Und das fand ich extrem gut. War das so ein Diplomat aus dem Imperium, der am Hofe der Eiskönigin ist? Irgendwie sowas ist super lange her, dass ich das gelesen habe. Ich habe das in der Hand gehabt. Sein. Genau, das ist nachher eher so eine Art Krimi-Geschichte. So ein bisschen, genau. Weil sie dann irgendwie den Mörder in der Stadt suchen. Da kann ich dir gerne mal den zweiten Teil mal ausleihen zu. Oh, bitte, da muss ich erstmal nochmal nachlesen. Aber ist mega, ja. Und also, dann gab es dazu ja, also diese Art von Büchern, die waren ja echt cool und die damit wurdest du ja nicht zugespammt. Ne? Das gab einige, die konntest du lesen, die konntest du auch noch ernsthaft der Reihe nach kaufen. Dann gab es aus meiner Sicht noch eine neue Reihe, wo dann epische Charaktere der Geschichte genommen worden, so Siegwald, Ekrim von Horstmann, Valkyr the Bloody, Skarsnik und so, die erschienen sind und dann gab es irgendwie nur noch Quatsch danach. Es gab ein Buch über Ekrim? Ja. Wirklich? Ich auch aus Leih. Das ging ja voll an mir vorbei, das wusste ich gar nicht. Aber ich muss gestehen, also diese ich glaube, waren das die Time-to-Legend-Bücherei, war das, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, ja, genau. Das war so ein Hit-and-Miss-Ding. Also ich war ganz, ganz enttäuscht über das allererste Naggersband. Das habe ich wirklich viermal versucht, also zu lesen. Und ich habe nach der Hälfte jedes Mal abgebrochen. Ich konnte es nicht zu Ende lesen, weil das so schlecht war. Dennis, du bist ein verlorener Sohn oder verlorener Bruder. Ich sitze hier auch mit dem Ding auf Englisch, das hat keine Ahnung, 1200 Seiten. Ich habe auch zwei oder dreimal versucht, das zu lesen. Ich glaube, ich bin auch einmal bis zum ersten Drittel durchgekommen, aber dann geht es einfach nicht. Dann hast du den Omnibus, ne? Also dann hast du wahrscheinlich da, wo die ganzen Bücher drin sind, weil ich glaube, das erste Buch, Nagash 1, sind, glaube ich, nur 200-300 Seiten, ist gar nicht mal so dick, aber ich finde das so katastrophal schlecht. Also weil das ist einfach also, schlecht geschrieben. Ja, also die Geschichte an sich ist gar nicht unspannend, aber es ist so schlecht geschrieben, dass es eine Qual ist. Aber ich finde ja, dass das Wichtigste, das Spannendste, haben sie komplett übersprungen. Ich finde es immer wichtig, wenn du einen Charakter hast, der ist rechtschaffend, der ist gut und irgendwie toll, wie der zum Bösen kippt. Und das haben sie vollkommen übersprungen, indem sie gesagt haben, ja, oh, mein Bruder ist tot, na ja, gut, das ist ganz cool, dann kann ich ja jetzt vielleicht irgendwie der neue Herrscher werden. Sprung in die Zukunft, oh, Nagash mit seinen Untoten ist in der Schlacht drin. Sprung wieder in die Vergangenheit, ja, ich habe die Dunkelelfen vor mir. Haha, ich möchte eure Geheimnisse haben, hier sind die Geheimnisse. Sprung in die Zukunft, Schlacht, 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 mega langweilig. Sprung wieder zurück, haha, ich bin schon der böse Herrscher. Und denkst du, was? Ja. Ich glaube, ich habe gerade gelogen, als ich sagte, dass das Gelächter dunkler Götter ist das beste Buch. Kennt ihr das Buch über den Roten Herzog? Nee. Sagt mir aus dem Stegreif gerade nichts. Geschichte ist ja, dass es einer ein bretonischer Kreuzritter ist, der zurückkommt nach Bretonia und der auf dem Kreuzzug in Arabien da irgendwie vergiftet wurde und dann sozusagen das Untotentum nach Bretonia trägt, ne?
Und dieses Buch beginnt damit, dass halt mehrere hundert Jahre später halt auch so ein fahrender Sänger halt in der bretonischen Kneipe abends abhängt und für ein, zwei Astra da halt einfiedelt. Und dann geht er abends ins Bett und dann kommt halt der rote Herzog aus dem Schrank und sagt halt, ich habe dir deine Geschichte zugehört, das war nicht ganz zutreffend. Ich erzähle dir mal, wie sie wirklich war. Und dann beginnt dieser Roman halt, ne? Und das ist halt also unglaublich cool. Okay, bevor ich jetzt weiter hier rumschwelge, alles musste ja ein gutes Ende haben, in diesem Fall leider zwangsweise. Wie habt ihr die Endtimes wahrgenommen? Ich fand die Idee, Warhammer mit einem Knall enden, also mit einem großen Knall enden zu lassen, fand ich an sich erstmal ganz geil, wo ich mir denke, okay, wenn man die Welt schon irgendwie beerdigen will, dann doch bitte mit einem Big Bang. Das fand ich konzeptionell jetzt erstmal gut und irgendwie, also unterstützenswert ist vielleicht das falsche Wort, weil ich habe natürlich nicht unterstützt, dass sie die Welt platt machen, aber ich dachte mir, wenn schon, dann wenigstens so. Und ich mochte es, dass eben für so einen großen Kataklysmus auch diese ganzen wichtigen Gestalten des Warhammer-Universums halt unausweichlich aufeinandertreffen. Ob das jetzt irgendwie der wiedergeborene Sigmar, ob das Nagash, Archaon, aktuelle große Ork-Boss, Vampire etc. sind. Also dass das alles so ineinander scheppert, fand ich von der Grundidee her ganz geil. Ich fand auch die Endtimes-Bücher, die sie rausgebracht haben, diese dicken Hardcover im Schuber, das waren auch insgesamt schöne Bücher. Also ich dachte, okay, die habe ich auch gerne im Schrank stehen. Insofern fand ich die Endtimes an sich mit dem, was sie draußen machen wollten, eine ganz geile Idee. Wie sie es dann umgesetzt haben und dass es dann schlussendlich so ein bisschen das Ende so ein bisschen sang- und klanglos war, und dass sie der Spielerschaft eigentlich vorgegaukelt haben mit dem Ding, dass irgendwie die Community da irgendeine Relevanz hätte. Da frage ich mich so, ey, es hätte nicht sein müssen. Also da hätte man mit den Spielern in einer anderen Form ehrlich sein können. Aber das ist halt für mich eher ein Problem, wie Games Workshop mit seiner Community umgeht und nicht damit, dass sie dieses Spiel eingestellt haben. Ja, also eigentlich, muss ich ehrlich gestehen, fand ich die Endtimes ganz geil. Also ich hab während der Endtimes tatsächlich kein einziges Spiel gemacht, weil ich da schon, meine Spielerschaft hat sich da ja schon zerlegt. Wegen der 8. Edition halt. Aber ich habe mir alle Bücher gekauft tatsächlich, auch im Hardcover-Schuber. Die sind bei mir immer noch ein Teil meiner stolzen Sammlung. Ich habe also die bestehen ja immer aus zwei Büchern, ein Buch mit Regeln und Spielen und ein Buch nur mit Lore. Und ich habe die Lore tatsächlich damals wirklich verschlungen. Ich habe das wirklich durchgelesen, weil auch endlich mal die Geschichte fortgeschrieben wurde. Das ist ja auch eins dieser Themen bei Games Workshop System, dass ja seit Jahrzehnten die Geschichte immer auf dem Status quo ist. Und zufälligerweise, obwohl die Geschichte nicht weitergeschrieben wird, kommen neue Einheiten, die dann wieder hinterher reingeschrieben wurden. Ja, die wurden seit 10.000 Jahren schon benutzt. Habt ihr vorher noch nicht gesehen. Und da wurde die Geschichte vorangetrieben. Und das fand ich tatsächlich ziemlich geil. Was ich allerdings nicht wusste damals zu dem Zeitpunkt, dass am Ende, nach dem 5. Band, dass dann Warhammer Fantasy eingestellt wurde. Das haben sie ja nicht angekündigt, das wurde auch nicht gesagt. Und es kam ja nur Gerüchte, dass danach, nach den Endtimes, einfach eine neue Edition kommt. Aber dass es dann eingestellt wurde und dann, als ich dann das letzte Buch, die letzten Seiten gelesen habe, habe ich gedacht so, what the fuck. Aber tatsächlich, ich fand die Endtimes geil, weil neue Modelle, neue tolle Geschichten und wo sie dann nochmal gezeigt haben, wo sie die letzten Jahre so überhaupt keine Liebe in das System gesteckt haben, dass sie es doch können und dass da richtig cooler Kram mit bei rumkam und auch schöne Ideen waren und dass die Leute die Dinger auch gekauft haben ohne Ende. Also die waren ja immer ausverkauft. Haben sie leider offensichtlich zu spät gemerkt, dass das der richtige Weg gewesen ist. Ich erinnere es so wie gestern. Ich saß auf dem Sofa. Es war ein Sonntagnachmittag und ich las mein neues Armeebuch Vampirfürsten. Und ganz am Ende ist irgendwie, so ganz genau, das kriege ich jetzt nicht mehr genau zusammen, ist irgendwie eine geschichtliche Abhandlung drin, wie eine Elfenprinzessin entführt wird. Und es klang ganz klar an in diesem Armeebuch, dass diese Geschichte weitergeführt wird. Und das war ja dann auch, wie sich später rausstellte, der Auftakt der Endtimes. Genau, und zwar gab es ja noch dieses Zwischenkampagnenbuch,
war das Blut des Sigma oder so? Es gab ja, so ein kleines Kampagnenbuch. Blut des Sigma, ne? Und ja. Das war tatsächlich das Vorgeplänkel zu den Endtimes. Das war wahrscheinlich da noch gar nicht geplant, dass es das sein soll, aber wie die Endtimes anfangen mit dem Nagash-Buch, das ist tatsächlich, setzt da an, wo das andere Buch aufgehört hat. Oder die andere Kampagne. Storytechnisch. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich cool, wie ihr sagt, ne? Nach einer mehrjährigen Lieblosigkeit im System, mal so ein bisschen Fahrt aufzunehmen, ne? Das fand ich da, so, da wehte so ein bisschen auch mal die nordische Brise halt durch die Bude wieder und alles war gut und fühlte sich frisch an. Und das erzählte ich mal an anderer Stelle, ne? Ich fand, ey, geil, die Endtimes, das wird total super geil. Was ich mich niemals gefragt habe, Endtime von was eigentlich? Und als dann später klar wurde, dass das die Endtimes des Spielsystems sind, da wurde ich von nordischer frischer Brise wurde ich zum nordischen roten Berserker, ehrlich gesagt. Und das ist tatsächlich was mich bis heute fasziniert. Sie nennt diese Kampagne mit den dicken Bänden The Endtimes, etwas, das ja auch im Lore seit Jahren prophezeit wurde, dass Archaon die Endtimes bringt, den Weltuntergang. Und irgendwie hat das die Mehrheit der Spielerschaft nicht durchgeleitet, dass das halt der Weltuntergang ist. Naja, aber das war ja nun auch, das war ja auch nun, weil sie es einfach auch nicht haben anläuten lassen, dass sie das beenden wollen, ne? Und wenn wir ehrlich sind, bei Warhammer ist ja immer alles Apokalypse und es ist immer alles vom Weltuntergang. Und dann würdest du denken, dann ist es jetzt halt da und dann wird sowieso nichts weiter passieren, weil dann ist das halt der Status quo. Es sind ja immer die Endzeit, wir sind ja immer kurz vor der totalen Vernichtung. Also, das ist ja, die Leute, die gehen ja schon gar nicht mehr irgendwie, die gehen ja nun, wenn die nächste Armee vor der Tür steht, weil wir sind alle des Todes seit 2000 Jahren. Ja. Dennis, wie du gerade sagtest, ne? Es ist alles immer, die Weltuntergangsuhr steht eigentlich auf 3:12 schon die ganze Zeit. Sie hört irgendwie so nicht auf die Welt. Die geht immer wieder zurück. Ja, ganz genau. Und nun kommt Gregor und sagt, und da wurde ich ja echt spitzhörig, als ich das gesehen habe, das Video, aber auf eine freundschaftliche, kameradschaftliche Art. Ne? Nur ein bisschen, nur ein bisschen verflucht. Ja, ein bisschen verflucht, genau. Ein bisschen Paria halt. Dass man natürlich unterschiedlicher Meinung sein kann. Und das ist ja auch schön und gut und es gibt ja auch kein richtig und falsch. Und nun, Gregor, nun sagst du mit deiner These, eigentlich war die Warhammer-Welt mit ihrer Geschichte, mit ihrem Lore in der Sackgasse. Willst du das mal vielleicht nochmal kurz vielleicht ein bisschen genauer ausführen? Kann ich gerne tun. Wie viel Zeit habt ihr? Mach mal. Kann ich vorher mal eine Pinkelpause einlegen? Können wir gerne machen. Ja, ich kann es aber gerne versuchen, kurz zusammenzufassen. Ich mach's tatsächlich so ein bisschen an dem Beispiel, was du selber gebracht hast. Hier, The End Times, ja, es ist doch eigentlich permanent Weltuntergang. Genau das ist für mich das, woran, hart formuliert, diese Spielwelt irgendwann krankte. Diese völlige Stagnation, dass man denkt, ja, es ist halt ständig Weltuntergang, so wirklich kommen tut er ja dann doch nicht. Was es sich offensichtlich auch in den Köpfen aktiver Spieler so festgesetzt hat, so ja, es steht Weltuntergang drauf, aber ja, es steht halt überall Weltuntergang drauf. Das ist für mich so der Indikator gewesen, dass sie mit den Endtimes-Büchern das erste Mal nach langer Zeit wieder versucht haben, eine interessante Geschichte zu erzählen, die aber in ihrer Konsequenz am Ende keiner mehr ernst genommen hat. Darf ich da mal einhaken, Gregor? Natürlich. Dann, das ist aber ein Kritikpunkt, den du auch bis zur 8. Edition von Warhammer 40.000 bei eben jenem Spiel und eigentlich bei allen Games Workshop-Spielen anbringen konntest. Weil auch dort das hat sich die Geschichte genau für diese genau so getan. Mhm, okay. Wollte ich nur noch mal so jetzt hier in den Raum werfen. Um da jetzt den Exkurs aber ganz kurz aufzunehmen. Klar. Bei 40K ist Stagnation aber Thema des Konzeptes. Also da ist das Kernkonzept, diese Stagnation. Das Imperium entwickelt sich nicht weiter und will es auch gar nicht. Aber völlig andere Diskussion. ja, das ist der Meta. Das können wir dann mal gerne machen. Aber und für mich war es tatsächlich so, ich habe, wie gesagt, Warhammer Fantasy dann nur noch von außen verfolgt. Und dann kam das eine Jahr irgendwie die Sommerkampagne, dann kam da ein Kampagnenband und immer wurde sozusagen groß von Games Workshop natürlich erzählt, dass jetzt irgendwie die großen welterschütternden Ereignisse kommen. Und diese Ereignisse hatten aber fürs Narrativ und für ein Konzept, dass die Welt sich weiter bewegt,
überhaupt keine Konsequenzen. Also die Welt ist im Grunde genommen nach so einer Marketing-Event-Kampagne wieder auf Null zurückgesetzt worden. Das ist, als ob es nicht passiert wäre. Mhm. Klar haben sich Geschichten einzelner Figuren weiterentwickelt. Aber es hat nie eine, also in meinen Augen, nie so richtig eine Weiterentwicklung der Spielwelt stattgefunden. Es gab Konsequenzen für Einzelfiguren, aber nicht für die Gesamtwelt. Das Imperium ist gefühlt jedes Jahr zur Hälfte erobert worden, entweder durch Untote oder durchs Chaos. Aber wenn das Chaos oder die Untoten ein Jahr später einrückten, dann war irgendwie das Imperium wieder fit. Das ist für mich so das offensichtlichste Beispiel. Oder Kislev ist gefühlt von jeder Chaos-Invasion komplett überrannt worden, ist aber für die folgende Chaos-Invasion wieder das totale Bollwerk nach Norden hin. Und das waren für mich und sind bis heute für mich so Punkte, wo ich sage, eine Spielwelt funktioniert für mich dann, wenn sie eine Art Evolution durchläuft, eine fortgesetzte, wenn sich Dinge weiterentwickeln und nicht bloß eine neue Jahreszahl dran steht. Und das hat mir bei Warhammer Fantasy massiv gefehlt. Und das ist für mich auch so mit so ein Faktor, weswegen ich diese These aufgestellt habe, dass die Warhammer Fantasy Welt am Ende in so einer Sackgasse steckte, aus der Games Workshop sie, weil ich würde nicht sagen aus Unfähigkeit, weil unfähig ist Games Workshop auch diesbezüglich gewesen. Das haben sie mit den Endtimes-Büchern bewiesen, dass sie gute Geschichten schreiben können. Aber aus einem Unwillen heraus diese Welt vielleicht auch in eine Richtung weiterzuentwickeln, bei der die Kundschaft sagt, nein, das finden wir uncool. Wollen wir nicht. Weil ich kenne tatsächlich, also, aber das ist immer so festgehalten in der eigenen kleinen subjektiven Bubble, ich kenne bei mir aus der Filterblase von Leuten, die aktiv Warhammer Fantasy gespielt haben, tatsächlich auch niemanden, der gesagt hätte, oh, es wäre irgendwie cool, wenn in dieser Welt mal wirklich was passieren würde, wenn da irgendwie die Geschichte weitergeht. Sondern die Leute schienen cool damit zu sein, dass sich halt einfach nichts tut. Okay, aber da, mal als Seitengedanke, ne? Wenn wir uns die Zeitlinie der Warhammer Fantasy-Welt angucken, da fangen wir so Pi mal Daumen bei der imperialen Zeitrechnung bei minus 15.000 an. Ja. Und wir kommen Pi mal Daumen, je nach, genau, 2522, da beginnen im Endeffekt so, da werfen die Endtimes schon ihre Schatten halt heraus, ne? Wir haben also 17.500 Jahre. Und Dennis, was meinst du? Damit die Welt, so wie Gregor es zu Recht sagte, damit die Welt eine Evolution durchlaufen kann, ist es notwendig, dass man die Geschichte im Jetzt und Heute weiter fortschreibt? Ich kann jetzt nur aus meiner Warte aussprechen und ich würde sagen definitiv ja, weil wir haben es ja nun gesehen über die Jahrzehnte, wo es nicht weiterentwickelt wurde, die Geschichte, aber das Spiel sich weiterentwickelt hat und neue Einheiten reingeführt wurden, neue Charaktere eingeführt wurden, die es vorher nicht gab. Das wirkt irgendwann unglaubwürdig, finde ich. Es wirkt unglaubwürdig, wenn es heißt, das ist die Armee und die hat seit Jahrhunderten nur diese Kampftaktiken und deswegen sind diese Einheiten da. Und dann kommt die neue Edition und plötzlich haben die neue Einheiten da, die überhaupt vorher nicht ins Konzept gepasst haben, aber die waren halt schon immer da. Das heißt, der Hintergrundlore musste jedes Mal umgeschrieben werden. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr unglaubwürdig und dementsprechend finde ich, wenn man etwas Neues reinbringen möchte in sein Spiel und den Lore nicht umzuschreiben, ihn einfach weiterzuschreiben. Ja. Ich Entschuldigung, ich würde noch einen Nachgedanke bringen dazu. Vor allem würde ich das für mich persönlich als Konsument, lohnt es sich dadurch für mich, mehr die Romane und die Bücher zu kaufen, die neuen Bücher, einfach wegen der Lore, weil ich wissen möchte, wie geht's weiter? Ja, ich würde allerdings eine heretische Frage stellen. Also, ich stimme mit euch überein. Damit das Spiel jetzt aus der Metaperspektive blühen und gedeihen kann, ist es notwendig, neue Produkte zu entwickeln und neue Geschichten zu erzählen. Aber meine Frage ist, muss das jetzt und heute sein? Wir haben eine Welt, die gefällt allen, die sie spielen. Die hat eine, mal blöd gesagt, die ist blau. Und du willst du diese Welt weiterentwickeln, dann musst du die Farbe ändern. Und dann wird es notgedrungen Leute geben, die sagen halt, ey, total geil, das wird ja ein super Gelb. Und andere sagen, seid ihr nicht ganz dicht, wieso wird's nicht grün? Aber es wäre doch möglich, indem man sozusagen innerhalb dieser Geschichtslinie, die wir haben,
neue Geschichten aufmacht. Mein Gedanke zum Beispiel, die Warhammer Fantasy Lore, das ist ja kein monolithischer Block. Ich glaube, das ist eine Tautologie. Aber es ist ja kein Block, sondern durchaus unterschiedlich. Wenn man sich das mal anguckt, ich habe hier mal drei Sachen rausgeschrieben. Wen wir auf jeden Fall mit Warhammer Fantasy Battle verbinden, das ist Karl Franz, ne? Imperator des Imperiums, 2502 ins Amt gekommen. Auf der anderen Seite hätten wir zum Beispiel den Roten Herzog, epischer Charakter aus Bretonensicht, der hat 1000 Jahre vorher gelebt. Dann haben wir zum Beispiel die Affäre des Falschen Grals, auch eine Story von Breton, 300 Jahre eher. Valkyria the Bloody, die spielt im Jahr 1400. Mordheim wurde zerstört im Jahre 2000. Das heißt, wir sehen ja eigentlich, dass viele Geschichten, die wir eigentlich mit Warhammer verbinden, überhaupt gar nicht in der gleichen Zeitlinie sind. Und man hätte doch durchaus einige dieser Zeitfäden aufnehmen können oder andere Löcher innerhalb dieser Zeitfäden stopfen können. Man hätte doch dort neue Geschichten, neue Produkte entwickeln können. Gehe ich tatsächlich sehr, sehr deutlich mit, weil Games Workshop in den letzten paar Jahren im 40K-Kontext genau das getan hat. Seit die 30K Horus-Heresie als ja de facto eigenes Setting in einem 40K-Geschichtskontext aufgemacht haben und da ja auch zu den Ereignissen der Zeitlinie Bücher rausbringen und irgendwie spezielle Armeen rausbringen, da machen sie genau das, was, glaube ich, für Warhammer Fantasy auch funktioniert hat. Also große Ereignisse wie die Zeit der drei Imperatoren oder ähnliches. Mhm. Bewusster aufzugreifen und zwar nicht nur mit so einem Nebensatz, ja, das ist in dem und dem Jahr passiert, weil ich glaube, die wenigsten Leute, die zum Beispiel Mordheim gespielt haben, haben damit verknüpft, dass das eben nicht in der, in Anführungsstrichen, aktuellen Zeitlinie läuft. Weil ja, also Games Workshop hat gefühlt nicht versucht, sowas aktiv in einen Zeitstrahl einzuordnen, den die Leute wahrnehmen. Dass das in so einem Zeitstrahl ablief. Klar, weil du hast die Jahreszahlen, aber ich glaube, den meisten Leuten ist nicht bewusst gemacht worden, dass das nicht alles parallel läuft, sondern dass das halt, dass da halt Jahrhunderte dazwischen liegen. Und ich glaube, dass wenn Games Workshop damit aktiver gespielt hätte und hätte gesagt hätte, so ja, hier dieses Imperium zum Beispiel stagniert auf der technischen Ebene sowieso schon seit Ewigkeiten, deswegen können irgendwie Büchsenschützen des Imperiums auch bei Ereignissen 500 Jahre vorher rumlaufen. Wenn man da stärker damit gespielt hätte, dass das praktisch alles, was in Kampagnen läuft, was in Narrativen läuft, eigentlich alles Rückblicke auf 17.000 Jahre Imperiumsgeschichte sind. Ich glaube, dann hätte man dieses Gefühl, dass da nichts mehr passiert und dass man sich in eine Ecke geschrieben hat, in der keine Weiterentwicklung stattfindet. Das hätte man bei Leuten wie mir problemlos ausgehebelt, weil ich dann gesagt hätte, gut, ich brauche ja keine Weiterentwicklung nach vorne, sondern man bietet mir mit jedem Jahr wieder ein neues Kapitel dieser langen Geschichte, in der ich Narrative bringen kann, in der ich Narrative erleben kann. Und das wäre für jemanden wie mich eben auch eine Weiterentwicklung des Narrativs, weil man die sehr, sehr grobe Rahmenhandlung, die Spielwelt seit Jahren hat, nutzt, um sie aktiv mit Leben zu füllen. Und dieses aktiv mit Leben füllen und in den Gesamtkontext einbetten, das hat nach meinem Empfinden Games Workshop halt leider nicht gemacht. Bin ich ganz bei dir. Also tatsächlich ist es ja so, dass ich glaube, niemand ist sich wirklich bewusst gewesen, welche Figuren in welcher Zeitlinie wohl waren. Und man hat einfach, also das, wie du schon meinst, das wurde gar nicht in den Vordergrund gestellt. Und man hat einfach alle Figuren gespielt. Und das theoretisch ist jede Schlacht mit namhaften Charaktermodellen überhaupt gar nicht logisch darzustellen, weil die historisch dann nicht korrekt gewesen wären, weil da aus unterschiedlichen Jahrzehnten da waren oder Jahrhunderten oder Jahrtausenden die Charaktere an der Schlacht teilgenommen haben. Und vielleicht ist das auch gerade der Punkt, weshalb, würde ich sagen, eine fortlaufende Geschichte der einfachste Weg wäre, weil dann alle sich auf eine Zeitlinie einigen können und sagen, das ist diese Zeitlinie, in der wir jetzt spielen, und das heißt, alle Charaktere können daran teilnehmen. Nur weil ich das gut heiße, heißt es aber nicht, dass ich die Seitwärtsbewegung in höheren Zeitlinien und Events nicht gut heißen würde. Es wäre großartig gewesen, so ein, zwei Sachen da mal nachspielen zu können oder die Geschichte dort ausgearbeitet zu sehen.
Aber ich glaube, wenn wir zum Beispiel mal den Blick von Warhammer zur Seite zu der Star Wars Legion nehmen, was es da für große Diskussionen gab und manchmal auch immer noch gibt, wenn Separatisten gegen das Imperium spielen oder gegen die Rebellen und dann so, das sind ja völlig zwei unterschiedliche Zeitlinien, die kann ich ja gar nicht miteinander spielen. Und wäre dieses zeitliche Bewusstsein bei der Warhammer-Zeitlinie so fokussiert worden, da hätte niemals ein Spiel stattgefunden. Das war was Wahres dran. Nun haben wir hier die Zeitlinie angesprochen, aber ein anderes Beispiel, wie man die Welt weiterentwickelt hat und aus meiner Sicht damals auch mit großem Erfolg, ob das sich in Verkaufszahlen niedergeschlagen hat, weiß ich nicht. Aber meiner Meinung nach die Einführung der Ogerkönigreiche, die kam wie Kai aus der Kiste, keiner hat damit gerechnet. Grandiose Modelle, noch bis heute. Also echt eine Miniaturenreihe, die ich wirklich, wirklich cool finde. Und die hat man sozusagen einfach von der Seite halt herangeschoben, ne? Und zwar auf eine Art und Weise, die ich eigentlich ziemlich gelungen fand. Und nun, die Old World kommt. Offenbar kann man sich dazu durchlegen, jetzt halt Nippon oder Katai halt irgendwie dazu zu nehmen. Ne? Hätte man ja auch bei Warhammer Fantasy Battle machen können. Also das Old World kommt, würde ich erst sagen, wenn ich ein Release-Datum habe. Ja. Vorher ist es Vaporware. Und vor allen Dingen weiß halt einfach tatsächlich keiner, was, wenn Old World kommt, mit Old World kommt. Ist es ein reiner imperiumsinterner Konflikt? Ist es was die alte Welt in der großen Form wieder aufgreift? Kommen tatsächlich Fraktionen wie Katai und Nippon? Das ist, glaube ich, von unserer Seite aktuell alles richtig harte Spekulation. Ich spekuliere gerne bei sowas, aber gesicherte Informationen hat halt keiner von uns, weil Games Workshop da so richtig hart den Deckel drauf hält. Wahrscheinlich, weil die selbst noch gar nicht wissen. Die haben aber gesagt, so, das Ding ist jetzt, wir machen das jetzt, der Vertrag ist unterschrieben mit den Leuten, wir starten jetzt, macht mal schnell irgendwie ein Logo. Zwei Tage später, gut, jetzt gehen wir raus damit. Wir haben nichts, wir wissen nichts, aber gehen wir schon mal raus, damit wir Leute anteasen. So muss das gewesen sein, weil wann war das? Vor 3-4 Jahren und wir haben heute immer noch nichts. Vor so rund 3 Jahren kam das erste Mal. Ja, und was haben wir in der Zwischenzeit bekommen? Wir haben Artworks bekommen von Total War Warhammer 3. Die Infos, dass es 28 mm und Eggbases sein wird. Und, wir haben eine Karte bekommen, wo Karten, jede Menge Wappen drauf sind, Grenzkönigreiche und so ein Zeug, aber auch nichts übers Imperium hinaus. Nee, das ist ganz, ganz wenig. Und ich glaube tatsächlich, hätten sie schon mehr, würden sie auch mehr raushauen. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall nicht kommen, weil wenn sie kommen werden, dann werden sie einen großen Knall kommen. So, und da sie aber immer nur eine große Box pro Jahr rausbringen, jetzt haben wir die Horus Heresy. Wann kam 40K 9. Edition raus? Vorletztes Jahr. Letztes Jahr kam dritte Edition Age of Sigmar. Die haben jetzt mittlerweile eine Halbwertszeit von 3 anstatt 4 Jahren die Grundboxen. Dann könnte nächstes Jahr theoretisch die 10. Edition von 40K kommen. Oder wenn sie die auf 4 Jahre setzen, dann wäre vielleicht der früheste Termin nächstes Jahr als große Sommerbox. Mhm. Aber auch da weiß ich nicht. Aber auch da mit The Old World machen sie ja auch etwas, was ja auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob sie die Geschichte weiterschreiben. Geschichte weiterschreiben können sie nicht, weil das Ende der Geschichte ist ja erreicht worden. Das heißt, sie müssen sich einen Zeitpunkt raussuchen, der dann beschrieben wird. Und das ist ja auch vollkommen okay, dass sie ja genau das im Endeffekt machen, was ihr sagt, was total interessant wäre. Sie suchen sich irgendeinen Konflikt aus, egal ob der jetzt von, sagen wir mal, Ende der 8. Edition Endtypes rausgenommen in der Zukunft liegt oder halt irgendwo weiter in der Vergangenheit. Oder ob sie eine Parallelgeschichte machen. Jetzt, ich kann es nur sagen, jetzt wo ich sie gerade neben mir habe und ein bisschen durchblättert, das Tamurkan-Buch von Warhammer Forge. Das hat es ja damals gemacht, dass es die Geschichte nicht fortgeschrieben hat, sondern eine Parallelgeschichte geschrieben hat, eine alternative Geschichte, wo sie gesagt haben, alles klar, wir finden halt auch, dass dieser Stillstand bei Warhammer Fantasy ist irgendwie lame. Wir schreiben jetzt eine Parallelgeschichte für dieses Warhammer Forge, für alle Warhammer Forge Produkte. So irgendwie, das Imperium ist vernichtet, ist zerfallen, vom Chaos überrannt, Halbling ist der Imperator und das ist der neue Status quo in dieser Welt, die dann weitergeht. Leider wurde nach dem ersten Buch, ich glaube, das sollte eine Trilogie werden, wurde das ja eingestellt. Aber das ist auch, das fand ich damals enorm geil, weil dadurch hast du natürlich, du hast zwar die Welt, die man kennt und die Fraktion, die man kennt, aber es wurde alles komplett neu gemischt und viele neue Möglichkeiten entstanden. Also ich glaube, wir sind uns zumindest insoweit einig, dass die Geschichtsschreibung und die Art und Weise, den Status, den das Spiel damals erreicht hatte,
zumindest problembehaftet war. Wie man dieses Problem hätte lösen können, da scheiden sich halt die Geister, ne? Also für mich war es nie ein Problem, das war, ein Problem ist ein großes Wort. Ja. Es war etwas, womit man gelebt hat, was man nicht gut fand, aber ich mag auch keine Würfel. Was ein wirklich Würfelspieler. Ja. Also ich meine, was man halt an der Stelle eben immer ein bisschen mit im Hinterkopf halten muss, zu behaupten, Games Workshop hätte Warhammer Fantasy eingestampft, weil sie sich in der Ecke geschrieben haben, das wäre halt Unsinn, weil das einfach Blödsinn ist. Das hält und dann hält ein Spielehersteller nicht auf. Das Spiel ist eingestellt worden, soweit ich es auch aus alten Geschäftsberichten mitkriege, wenn man so ein bisschen rückwärtig recherchiert. Seit dem Zeitpunkt, seit die eine Aktiengesellschaft sind, kann man ja auch alte Geschäftsberichte online einsehen. Warhammer Fantasy hat sich halt einfach mittlerweile zu dem Zeitpunkt miserabel verkauft. Also ja, das ja die Bücher, die Endtimes-Bücher haben dann noch mal so einen richtigen Push gegeben. Das hat also wie gefühlt hat das jeder und seine Mutter gekauft. Wenn man sie bekommen aber, hat. Bitte? Wenn man sie bekommen hat, ja, richtig. Aber wenn du halt deine Zweit-, Dritt-, Viert-Armee hattest, dann hast du halt nicht mehr in dem Ausmaß eingekauft, als dass das als Produktlinien, gerade verglichen mit 40K, von einem gewinnorientierten Börsenkonzern als profitable Produktlinie gesehen wurde. Ich glaube, das ist ja auch halt der Grund, weshalb sie ab 2015 mit Age of Sigmar und auch mit 40K angefangen haben, jede einzelne Fraktion in 15 Unterfraktionen zu unterteilen. Genau. Also in wirklich Kleinstfraktionen. Weil du dann sagst, okay, ey, ich habe jetzt anstatt einer Armee habe ich jetzt drei Armeen, aber die sind nicht vollständig, dann kann ich dann da nochmal neue Sachen kaufen. Richtig. Also das wird mit Sicherheit ein Faktor gewesen sein. Ist jetzt nicht zwingend der Entscheidende für diese 40K-Entscheidung, aber du kannst davon ausgehen, Games Workshop guckt primär erstmal auf die Verkaufszahlen einer Produktlinie und passt daran dann auch die Entwicklung dieses Spiels an, weil eine Produktlinie, die keinen, wie man das schön in Neudeutsch formuliert, Shareholder Value generiert, die wird halt nicht weiter produziert, weil die ist sozusagen verbranntes Geld. Noch ein so ein Begriff und ich habe Bingo. Noch ein so ein Begriff und ich habe Bingo. Ich habe 3 Jahre für einen DAX-Konzern gearbeitet. Ich habe einen Einblick da reingekriegt, wie Leute auf solchen Ebenen denken und was für sie relevant ist. Es gibt die Außenkommunikation, die halt immer sagt so, ey, hier unsere Kundschaft und Community und Laberababer-Quark. Am Ende ist die Community scheißegal, solange die Zahlen stimmen. Und wenn die Zahlen nicht mehr stimmen, ist die Community noch viel egaler. Ja, also du hast natürlich vollkommen recht und das, ich glaube, das sollte auch eben klar sein, dass nur wegen der Lore dir es nicht eingestellt wurde, sondern dass das eine reine wirtschaftliche Entscheidung war. Mhm. Ja. Wie sieht es denn aus? Wird zurzeit denn aus der Lore noch Profit gezogen? Ja. Total War. Total War bringt über die Lizenzeinnahmen richtig Geld. Also die Lizenz, die Gewinne aus Lizenzen, die Games Workshop mittlerweile meldet, wachsen stetig. Im Gegensatz zu früher verteilt Games Workshop gefühlt auch seine Lizenzen für Videospiele nach dem Schrotflintenprinzip. Früher haben sie extrem genau darauf geachtet, wer Spiele mit ihrer IP produzieren darf. Heutzutage darf das gefühlt jedes Shovelware-Studio. Und das Witzige ist, dass trotzdem der prozentuale Anteil an guten Spielen mit der Lizenz genauso hoch ist wie früher. Ja, richtig. 3. Früher waren irgendwie nur 10% der GW-Lizenzspiele gut und heute sind sie es auch. Auch nur 10%. Ja. Also da fließt mit Sicherheit noch Kohle. Und wo natürlich Geld fließt, ich müsste nachgucken, in welchem Ausmaß sie das gemacht haben, aber alte Warhammer Fantasy Romane, müsste man gucken, was davon sie als Hörbücher irgendwie nochmal vertont haben. Denn darüber fließt logischerweise auch nochmal Geld. Ja. Weil einfach die Menge an Leuten, die Hörbücher hören, die wächst auch stetig, wenn man sich irgendwie die Nutzerzahlen von Audible und Spotify anschaut. Dann steckt da halt für Games Workshop noch mal Kohle in einer Lizenz, für die sie eigentlich nichts mehr machen müssen. Sie müssen es halt irgendwie noch mal im Tonstudio aufnehmen lassen von guten Sprechern. Und sie kriegen ja für ihre Hörbücher teilweise auch wirklich hochwertige Sprecher. Und mehr Arbeit müssen sie dann in diese Bücher nicht investieren, weil die Bücher sind seit Jahrzehnten geschrieben und veröffentlicht. Ja, aber werden die alten Bücher vertont?
Ich müsste nachgucken. Also ich weiß, dass ich glaube, die Gotrek und Felix Romane, die alten, haben sie, glaube ich, wieder vertont. Oh. Also bei Gotrek und Felix habe ich tatsächlich nur mal ein Hörspiel gehört. Oder dieses ist ja von den aktuellen Sachen, ja. Nee, das ist auch kein Hörspiel. Die haben so eine Mischung aus Audiobook und Hörspiel. Ja. Und das fand ich katastrophal. Also ich habe das unterwegs gehört, irgendwie auf Kopfhörern, und war ganz froh, dass niemand um mich herum hören konnte, was da passiert. Das war mir richtig unangenehm. Das war so schlecht. Das war richtig, richtig schlecht. Ich weiß, das habe ich irgendwie im Humble Bundle damals geholt. Ja, wollte sagen, da hatten sie ja so das ein oder andere drin. Ich mache mir jetzt einfach den Spaß. Da habe ich dann eins bei von Audible mal gehört. Nach. Das war ganz, ganz schlimm. Was sie unter dem Suchwort Warhammer an Hörbüchern rumliegen haben, dann interessiert mich jetzt tatsächlich, was sie haben. Guck mal nach, ich glaube, du wirst tatsächlich die 40k-Sachen finden. Und also die 40k-Sachen, definitiv, klar. So. Nein, ich möchte Warhammer und nicht Wagenknecht. Sarah auch Warhammer. Da beieinander. War gerade so ein Weltuntergang. Okay, so, ich habe gerade geschaut. Die alten Gotrek und Felix Romane sind vertont. Cool. Hier haben sie, auf Deutsch oder sogar auf Deutsch? Oh, cool. Das wird mir sogar relativ weit. Die wird bei Audible. Dann logischerweise 40k ohne Ende, klar. Aktuelle Sachen haben sie mit drin. Also Age of Sigmar Sachen, jede Menge. Klar, aber gut, das sind ja auch relativ neue Romane, die dann dadurch damit rauskommen. Genau, mehr alte Gotrek und Felix Sachen haben sie drin. Dann haben sie ja, was sie drin haben, aber das ist auch Age of Sigmar, sie haben ja diese Jugend-Kinderhörspiel-Dinger, die gar nicht so schlecht gemacht sind. Sie haben Drachenfels, also einen von den richtig alten Romanen. Cool. Den haben sie als Audiobuch, als Hörbuch vertont. Das ist also offensichtlich mit drin. Und das sind jetzt gerade, genau, noch mehr alte Gotrek und Felix Sachen. Also sie haben mit Sicherheit nicht alles vertont, logisch. Sie haben das Return of Nagash Buch für die Endtimes haben sie als Audiodrama. Also insofern, es gibt da, das waren die. Bitte? Die Audiodramas, das waren die schlimm. Ja, also hier steht jetzt ein Nagash Audiobook. Also das ist tatsächlich das alte Return of Nagash Endtimes Buch. Das haben sie auch mit dem Cover versehen. Insofern, sie haben mit Sicherheit nicht jeden Warhammer-Fantasy-Roman als Audiobuch rausgebracht, aber zumindest die wirklich erfolgreichen. Und wenn man unter dem Suchbegriff Warhammer bei Audible sucht, hat man auch einfach gepflegte 20 Suchergebnisseiten mit fast 400 Ergebnissen. Okay, können wir ein bisschen was hören. Ja, also da ist natürlich viel 40k mit drin, aber da ist eben auch sehr, sehr viel Warhammer mit drin und die erfolgreichen, bekannteren Warhammer-Bücher auf jeden Fall. Das bedeutet, das sind halt so Sachen, dann machen sie Geld mit, dann nehmen sie Kohle mit ein, für die sie nichts tun müssen. Okay, wie sieht denn das eigentlich aus bei im Thema Rollenspiel? Also für Warhammer 40.000 gibt es ja noch, ich glaube sogar eine aktive oder aktuelle Pen-and-Paper-Generation an Büchern, ne? Richtig. Gibt es bei Fantasy auch? Es gibt Soulbound, das ist das Age of Sigmar Pen and Paper. Ja, und die gleichen Macher haben auch parallel dazu ein Warhammer Fantasy, also in der alten Welt, Rollenspiel laufen. Ich hatte mir lustigerweise vor ein paar Jahren, also die Rollenspiellizenz von Warhammer Fantasy lief hier eine Zeit lang bei Fantasy Flight Games. Da habe ich mir, glaube ich, als es eingestellt wurde, habe ich mich eingedeckt mit den Büchern. Ich habe es bis heute noch nicht gespielt, aber habe es immer noch vor, eine Gruppe davon aufzubauen. Dann sollten wir eine Runde damit machen oder so. Das fände ich ganz geil. Ich habe hier noch ein Abenteuer liegen oder so. Das könnte man durchaus mal verwursten, wenn ich es mal eben so einwerfen darf. Hm. Ich meine, die Pen-and-Paper-Runde, die kurze als Livestream auf der Mac, ist ja gut angekommen. Ja. Könnte man das auch mal für Fantasy machen. Klar. Piwi, würdest du das leiten? Ich würde das wohl leiten wollen, ja klar, warum nicht? Super, also ich würde auf jeden Fall keinen Spielleiter machen, dafür habe ich keine Zeit. Ja, ist gut, ich würde mich da wohl einfuchsen. Da kann man das so längerfristig als Projekt aufnehmen. Du als Rattenfänger dann, oder? Ja, bietet sich ja an. Eigentlich müsste es ja Dennis sein, ne? Nachdem du gerade darauf hingewiesen hast, dass du ja quasi Shanghai'd worden bist von Dennis. Ich bin der Barkeeper. Also bloß, weil Dennis hier das Frettchengesicht ist.
Moment mal, Gregor. Lieber ein Frettchengesicht als die Mumie ohne Bandagen. Oh, Leute, Leute, Leute. Schön. Wie sieht's denn aus? Also ist Dennis, du sammelst ja noch ein bisschen Figuren, das habe ich so rausgehört, ne? Für Warhammer Fantasy Battle, so hier und da mal eine Ergänzung. Ja, wenn ich so denke, das wäre eine coole Figur oder passend dazu, ne? Dann mache ich das tatsächlich gerne mal. Gibt es noch ein ganzes Hobbyprojekt, von dem du sagen würdest, habe ich mir lange schon mal überlegt, hätte ich noch Bock drauf, das irgendwann mal zu machen? Nö, ich glaube, das ist eher so das Ding, dass ich sage, irgendwann hole ich die jetzt nochmal raus und arbeite an denen weiter. Ne? Also das Einzige, wo ich jetzt tatsächlich gerade richtig Bock drauf habe, ist bei den Tiermenschen einfach mal alle Minotauren-Modelle, die ich die letzten 10 Jahre eingekauft und gesammelt habe, fertig zu machen und eine fette Minotauren-Tiermenschen-Liste aufzubauen, ja, eine Armee. Aber ich habe tatsächlich, ich mal für mich privat seit Jahren nicht mehr. Ja. Okay. Wie bei uns beiden steht denn noch Warhammer, oder besser gesagt, Warmaster Revolutions aus, ne? Unter anderem Warmaster Revolution natürlich. Und natürlich jetzt auch angefixt durch Dennis, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Natürlich One-Page-Rules. Jetzt vielleicht nicht unbedingt dann die Skirmish-Variante. Ich warte ja wirklich noch drauf auf die 10- oder 6mm-Variante, ne? 6mm? Kannst du auch mit Regiments runterskaliert problemlos. Genau, genau. Machst du die Regiments-Variante und machst auf 6mm. Ich habe ja hab mir auch viele Minis in 10mm geholt, auf 6mm runterskaliert und ausgedruckt. Ja. Das ist auch ein Projekt. Das ist bei mir auch der mittelfristige Plan. Das ist tatsächlich das, wo ich sage, da würde mich Warhammer Fantasy als Setting zum Spielen noch mal reizen in 6mm oder in 10mm. Und dann halt wirklich einfach, weil es so schön kleinmaßstäblich ist. Mhm. Riesige Armeen über den Tisch zu schieben. Weil und dann diese Schlachten nachzuspielen, die auf den Bildern die ganze Zeit sieht. Ne? Genau, ja, also das, was sozusagen im Narrativ und auf den Bildern immer gezeigt wird, was du aber aufgrund der Figurenmenge im 28mm Maßstab niemals hättest umsetzen können, weil du einfach arm geworden wärst. Also wurdest ja so schon arm. Ja, aber darauf hätte ich Bock. Das müssen wir festhalten. Das ist so ein Projekt, das würde mich, glaube ich, auch noch mal ansprechen, weil das halt auch bemaltechnisch jetzt nicht so der Riesenstress ist in dem Maßstab. Drucker habe ich hier stehen, muss ich mir irgendwie entsprechende Dateien besorgen und dann ginge da schon was. Hm. Forest Dragon hat sehr gute. Oh ja. Die kann man auch sehr gut runterskalieren tatsächlich auf 6mm. Ja. Dann muss ich da tatsächlich irgendwie bei Gelegenheit mal schauen. Hm. Kann ich auch. Weil das wäre so ein Projekt, wo ich sage, das würde für mich irgendwie mit dem Setting immer noch gut funktionieren. Hm. Kleiner Disclaimer, die Figuren sehen extrem nach GW aus. Also ich glaube nicht, dass er die offizielle Lizenz hat. Das heißt, alles, was man da macht, ist drückt man einfach Auge zu wegen Copyright und so. Ja, das ist klar, das ist klar. Aber das wäre für mich so als Casual-Spieler wirklich nochmal was, wo ich wirklich sagen würde, das kriege ich auch zeittechnisch irgendwie unter einer Geschichte. Ne, Gregor, was du gerade sagtest, das kann man ganz gut auch bemalen, da gehe ich vollkommen mit, aber dann auch dieses Spielen. Ich muss nicht ein Armeebuch haben, dann brauche ich einen Codex, dann oder noch einen White Dwarf oder ich brauche noch hier was und ich brauche noch einen Errata hier, damit ich diese Armeen spielen kann, sondern ich packe das einfach hin und spiele. Ja. Das sind so meine 2 Cent zu dem Thema. Das ist bei mir auch so ein Faktor, der sich für mich durch Gebens Workshop insgesamt durchzieht. Ich mag die Spielwelten, die sie geschaffen haben und die sie auch aktiv noch schaffen. Und die sie ja teilweise, und das ist so ein bisschen mein Lieblingssteckenpferd bei Necromunda, ja auch schaffen, aus dem alten Material als Basis sehr, sehr viel, sehr cooles Neues zu gestalten. Es ist ja nicht so, dass Games Workshop nicht in der Lage wäre, gute, also spannende Geschichten zu erzählen und interessante Welten zu schaffen. Das können sie. Das können sie gefühlt in den letzten Jahren auch immer besser, nachdem man so das Gefühl kriegt, sie haben einen längerfristigen Plan, wohin sie mit dieser oder jener IP hinwollen und schreiben dann langfristig so den roten Faden, an dem sich die Autoren langhangeln, um das Ganze mit Leben zu füllen. Und seitdem wird für mich der narrative Anteil der Games Workshop-Spieler, ob das jetzt Age of Sigmar, Necromunda, Warhammer Underworlds, 40k, 30k ist, damit wären die Spiele für mich auf einer sehr subjektiven Ebene wieder deutlich interessanter. Ich vermute sogar, dass das eine Folge dessen ist, dass man damals, als man die Horus Heresy begann zu schreiben, dass man sich da wirklich zu zwingen musste, da eine Stringenz einzubringen, die jetzt sozusagen abfärbt auf alles andere. Gut möglich, ja. Und ich meine, gerade die Horus Heresy-Romane zeigen ja auch, dass du dieselbe Geschichte aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen kannst und es bleibt trotzdem interessant. Mhm. Das stimmt.
Also Siege of Terror habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich taste mich so langsam aber sicher ran. Ja. Und das merke ich, also das kriegen sie mittlerweile besser hin. Da koordinieren sie anders, da spielen mit Sicherheit auch einfach sehr, also Autoren eine Rolle, die auch außerhalb dieser Warhammer-Settings, wenn sie schreiben, erfolgreich sind. Dan Abnett ist nun mal das bekannteste Beispiel. Der hat halt irgendwie für die großen Comic-Verlage geschrieben und tut das immer noch. Du merkst natürlich, dass solche Leute dann auch ein Qualitätslevel liefern müssen, weil sonst sind sie bei den großen Verlagen ganz schnell von der Liste, der Leute, die man beauftragt. Und das, wenn dann Games Workshop solche Leute beauftragt, kriegen sie ein anderes Maß an Qualität als, so sehr ich die Bücher aufgrund ihrer Cheesiness mag. Die Gotrek und Felix Romane von William King sind halt sehr, sehr stumpfes Hack'n'Slash. Das sind keine gut geschriebenen Fantasy-Bücher. Ich lese sie gerne, aber es sind keine guten Bücher. Hatte denn Abnett nicht auch die Story zu dem unsäglichen Ultramarines-Film geschrieben? Das wäre mir neu. Haben sie da nicht mit einem großen Autor irgendwie Autorennamen irgendwie? Das muss ich jetzt mal machen. Müsste man mal recherchieren, weiß ich aus dem Stegreif nicht. Ich recherchiere mal ganze 15 Sekunden. Rede darüber weiter. Ludwig und Felix, der hat ja, das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, William King, der es geschrieben hat. Ne? Die ersten 6 oder 7 Bücher, genau. Der hat ja auch die Ragnar Blackmane-Reihe geschrieben. Und die finde ich zum Beispiel, also ich habe sie lange nicht mehr gelesen, aber aus meiner Erinnerung waren das verdammt coole Bücher, die auch gerade so mit diesen rückblickenden Perspektiven ganz am Anfang immer cool waren. Ja, also die Blackmane-Bücher haben auch für mich auf der qualitativen Ebene besser funktioniert. Hat natürlich auch so ein bisschen eine Rolle gespielt, dass du da diese Figur hast, die eine Heldenreise durchläuft und im Laufe der Geschichten wächst. Das hast du bei Gotrek und Felix, hast du zwar Felix als den Begleiter und den mehr oder weniger Sprecher aus dem Off, der beschreibt, was passiert. Aber das eigentliche Centerpiece ist da ja Gotrek. Und Gotrek ist längst am Ende seiner Heldenreise. Der ist halt einfach der schlimmste Slayer von allen. Der erfolgloseste. Das auch. So, ich glaube aber, es war tatsächlich Dan Abnett. Also, hast du mit Dan Abnett geworben? Ja, und damit will ich einfach nur sagen, hebt Dan Abnett nicht zu sehr auf den Podest, denn er hat die Story von dem Ultramarines-Film geschrieben. Schön. Ja gut, ein Schandfleck auf seiner Weste. Das komplette Screenplay kommt sogar von ihm. Uiuiui. Also das Drehbuch, erschreckend. Ja. Er sollte beim Thema Romane bleiben und nicht bei Drehbüchern. Also ich hab mir diesen Film tatsächlich gekauft und so gefühlt nach einer Minute, als er sagte halt, ja hier, das sind die neuen Ultramarines. Und ich dachte, ja, aber das sind doch gar keine Scouts. Da war ich irgendwie schon aus der Immersion raus und dachte, fuck, was wird denn das jetzt hier eigentlich? Ne? Also ich habe den auch nicht wirklich nochmal geguckt danach. Ja, lohnt auch nicht. Ja. Gibt ihn auch bei YouTube. Filme, die müssen nicht sein. Ja. Gut, ich habe noch mal eine Frage hier zu Warmaster Revolutions Revolution. Ich habe keine wirkliche Vorstellung davon, welche Größe eine normale Armee hat, wie viele Bases oder Infanteriestreifen das dann werden. Weiß das einer von euch? Ich bin nicht nach außen schon aus. Ich hatte die Idee, tatsächlich die 6mm Figuren damit entweder Kings of War zu spielen oder klassisch Warhammer. Ja. Ich suche dir das raus, schicke ich dir rüber. Pivi, noch mal ganz kurz für mich als Merkposten. Wollen wir Warmaster spielen oder Minihammer? Ich würde ganz gerne mal beides ausprobieren. Einfach mal so, um den Vergleich zu haben. Ja. Und das sollte, glaube ich, möglich sein dann. Alles auch klar. Mit den Armeen, die wir dann halt fertig haben. Okay. Jungs, ich bin fast durch mit meiner Frageliste. Nun haben wir im Prinzip ja gerade hier Lore in der Sackgasse abgearbeitet. Alles nur geklaut. Ich glaube, das ist heute nicht wirklich der Beat. Aber mich würde noch mal interessieren, Pivi, nun fange ich mal bei dir in der Jeffreys-Röhre an, unten da bei den eingeölten Mitarbeitern. Was gefällt dir an der Warhammer-Welt? Wo du sagst, so, Mensch, noch bis heute finde ich das cool. Was finde ich cool? Also viele kommen ja gleich immer mit um die Ecke und sagen so dieses Dunkle, dieses Dreckige und so weiter und so fort. Ich glaube,
Für mich ist das eher so diese Fantasy-Welt aus diesen verschiedenen vielen Völkern mit der reichhaltigen Geschichte dahinter, obwohl ich sie nicht so verstehe, so im Ansatz wie ihr drei zusammen und alle anderen da draußen auch, aber auch teilweise dieser Witz, also so was ich zum Beispiel sehe, wenn ich eine Ork-Armee auf dem Tisch sehe und da sind einfach irgendwelche Viecher bei, die so Nightgobbo-mäßig dann mit ihren Hanteln da irgendwas durch die Gegend werfen oder Squicks oder sowas. Das finde ich einfach witzig. So dieses Ernste, dieses Dunkle und dann gleichzeitig auch noch dieser Humor mit drin. Das ist das, was mir am meisten gefällt bei der ganzen Geschichte. Gregor, wie ist es bei dir? Ist bei mir tatsächlich ähnlich. Wenn man sich die Warhammer-Welt und die Fraktionen anguckt, da ist so viel absurdes Zeug dabei. Also einerseits das, was jetzt Peewee gesagt hatte mit den Orks und Goblins. Zwerge. Sie haben als Untereinheiten suizidale Zwergenpunks. Das ist so, dieses Universum darf und sollte man einfach nicht so ernst nehmen, wie es sich auf den ersten Blick gibt, weil beim zweiten Blick stellt man fest, jede Fraktion hat irgendwelche bekloppten Aspekte drin, die eigentlich zeigen, dass die Leute, die diese Welt erfunden haben, das Ganze mit einem Augenzwinkern gemacht haben. Und das muss man je nach Fraktion mehr oder weniger suchen. Aber es ist immer irgendwo drin. Und das ist tatsächlich für mich das gewesen, was Warhammer als Welt immer so ein bisschen von den anderen allfälligen Fantasy-Welten abgehoben hat. Ja, Dennis, wie ist es bei dir? Boah, das ist schwer zu sagen. Es ist, kann ich wirklich ganz, ganz schwer sagen, weil ich wüsste nicht, würde ich jetzt neu reinkommen, ob ich jetzt die Warhammer-Welt genauso toll finden würde, als wenn ich sie jetzt halt schon seit mehreren zig Jahren kenne. Ich bin so ein bisschen mit dem ganzen Ding mitgewachsen. Es hat mich damals einfach irgendwie gehuckt, weil es war einfach Fantasy, es waren Schlachten, es war groß und ich glaube, ich bin nicht rangegangen, weil ich dachte, ich finde die Story geil, sondern weil ich einfach tolle Fantasy-Schlachten mochte. Und ich bin einfach in das ganze Ding reingewachsen und hab's irgendwie lieben gelernt. Und wenn man so die Hintergrundstories halt so hat, dann sind die ja in keinster Weise irgendwie witzig, so richtig. Also ja, bis auf so ein, zwei kleine Sachen, wenn es halt um die Gobbos oder um die Skaven oder sowas geht, wenn es da Einzelfiguren sind, die da so ein bisschen sprechen. Aber irgendwie ist sie auch gar nicht, ist sie nicht so witzig und ja, ich weiß nicht. Ich kann das wirklich ganz schwer sagen. Für mich ist es die Kombination vielleicht aus diesem aus der greifbaren Welt, die unserer so stark ähnelt, kombiniert mit Folklore, die wir kennen und Fantasiegeschichten, obwohl das ja eigentlich auch irgendwie Folklore ist, kombiniert mit der Historie. Dann ist es aber irgendwie düster, dann finde ich die Idee des Chaos ganz cool, auch wenn die irgendwann ausgelutscht ist. Ja, es ist wohl die Kombination aus all dem. Also ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, aber ich kann's wirklich nicht sagen. Und ich glaube, wenn ich mal ganz selbst reflektiert an die ganze Sache rangehe, ich wüsste nicht, wenn ich jetzt bisher keine Berührung gehabt hätte mit der ganzen Geschichte und jetzt auf den Warhammer-Lore stoßen würde, ob er mich jetzt genauso packen würde. Kann ich nicht sagen. Ich denke, bei mir war das ähnlich. Man muss ja immer wieder sich nochmal vergegenwärtigen. Als Dennis, Gregor und ich angefangen haben mit Warhammer Fantasy Battle, gab's Herr der Ringe als Tabletop-Spiel nicht. Das war überhaupt nicht präsent. Alle wussten, das Buch gibt es, aber damit hatte sich's auch. Na gut, gab noch den uralten Animationsfilm. Aber wenn man halt wirklich Bock hatte auf Fantasy Battle, also ne, Massenschlachten, Fantasy-mäßig, dann war das Spiel der Wahl eigentlich Warhammer Fantasy Battle. Und ich gehe damit konform. Wenn ich da heute mit anfangen würde, glaube ich, würde ich das auch anders sehen. Ich glaube, es gibt sogar ein, zwei Systeme, die ich dem eher den Vorzug geben würde. Gleichwohl, aus heutiger Perspektive, was mich an dieser Welt noch bis heute fasziniert, ist einfach ihre Reichhaltigkeit und ihre Absurdität. Als Beispiel, das ist für mich auch der Höhepunkt des Warhammer Lores. In der fünften Edition war es halt so, dass die Ritter Bretonnias halt eine Lanzenformation haben und die Heere Bretonnias kämpfen halt nach dem Ehrenkodex der Ritter und für die stand es überhaupt nicht zur Debatte, Söldner einzusetzen halt, ne? Die konnten keine Söldner nehmen. Alle anderen Armeen durften Söldner nehmen, bis zu 25% der Punkte. Bretonnia, Punkt, nein, dürfen die überhaupt nicht. Oder ich meine, dass sie es nicht durften, Dogs of War. Und dann gibt es
eine Edition später ein Vampirfürstenkodex. Man hat die Wahl, die Möglichkeit, eine untote Armee aus Bretonnia zu nehmen. Und wenn man das macht, darf man keine Söldner einsetzen. Das heißt, selbst wenn sie tot sind, stellt sie keine Söldner ein. Das fand ich einfach großartig. Und das gibt der ganzen Sache halt sehr viel Charakter und natürlich auch dieses gewisse Augenzwinker. In diesem Sinne, Warhammer Fantasy Battle, eine große Liebe meines Lebens. Nicht die größte, aber vielleicht die zweitgrößte. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Oder Jungs? Kann ich auch sagen. Ja. Mal was Positives sagen halt. Ach, es, okay. Es gibt so viel Positives zu sagen. Ja. Also ich meine, nicht umsonst sitzen wir jetzt hier zusammen und unterhalten uns darüber, wenn es nichts Positives gäbe. Also es hat ja in uns allen irgendeine Liebe, irgendeine Leidenschaft entfacht, dass wir in so lange irgendwie dabei sind und dem Alter immer noch über diesen über diesen Fantasy-Kram reden. Also machen wir uns mal nichts vor. Das stimmt. Ja, und ich meine, ich wollte sagen, wir würden ja nicht die Zeit in diesen Aspekt des Hobbys investieren, wenn wir damit nicht was Positives verbinden würden. Weil irgendwie, wenn wir es tatsächlich nur doof fänden, würde sich keiner von uns damit freiwillig irgendwie in dem Ausmaß befassen. Jungs, es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute hier zu Besuch gekommen seid. Wirklich, das war eine ganz große Aufnahme, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hätte mir keinen besseren Gäste wünschen können für den Tag, an dem Peewee mich von der Leine lässt und sagt so, Hauke, du musst heute moderieren halt. Schön. Keiner hat sich daneben benommen, keiner ist besoffen vom Hocker gefallen. Zumindest habe ich es nicht. Sollen gehört. Wir? Moment. So. Wir können noch anders. Okay. Wir können uns noch daneben benehmen. Dennis ist da hervorragend drin. Wo drin? Ja, genau. Im besoffen vom Hocker. Ich hab's nicht gehört. Verdammt. So, gut. Oh ja. Gut. Leute, ihr da draußen, ihr Zuhörer, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und es hat euch auch gute Laune gemacht, genauso wie uns. Wir haben doch ziemlich viel gelacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Ich bedanke mich bei Peewee unten im Maschinenraum. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war's. Ja. Oh. Jungs, herzlichen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Gerne doch, danke, dass wir dabei sein durften. Hauke, das hast du doch souverän gemeistert, würde ich mal so sagen. Du, eben. Das kann ich, was er hat. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, echt. Nein, das ist schon gut. Oh ja, jetzt bin ich erwachsen.